Hallo, ich begrüße Sie zu einem neuen Video über Musterlösungen zu Aufgaben in meinem Buch SQL, der Grundkurs für Ausbildung und Praxis. Diesmal geht es um Aufgabe 11.3 auf Seite 185. Bauen Sie den letzten Befehl so um, dass folgende Ausgabe erzeugt. Und nun folgt eine Liste von Namen und zu jedem Namen die Rechnungsadresse. Bevor wir mit der Aufgabe beginnen, müssen wir zuerst unsere Datenbank wieder in den Startzustand zurückversetzen. Source, Listing, na, 08.sql. In der Aufgabe selbst geht es nur um eine Fingerübung. Voran geht der Aufgabe die Einführung des Inner Joins aus dem kartesischen Produkt heraus und das ist an einem Beispiel passiert. Und wir schauen uns jetzt erst einmal den alten Befehl mit der entsprechenden Ausgabe an und dann verstehen wir vielleicht auch, worum es in der Aufgabe geht. Select. Kunde-ID. Nachname, Vorname, Rechnung, Adresse, ID, Adresse, ID, from, Kunde, Inner Join, Adresse, on, und jetzt kommt das Fremdschlüssel, Primärschlüsselpaar, Rechnung, Adresse, ID gleich Adresse, ID. Und wir sehen hier die Ausgabe, so wie sie im Buch vorher schon da war. Warum habe ich die Ausgabe so gewählt? Weil man hier eben den Fremdschlüssel, Rechnung, Adresse, ID sieht und den dazugehörigen Primärschlüssel. Und man kennt die Gleichheit der beiden Werte in Fremdschlüssel und Primärschlüssel. Und genau darum ging es mir, das sollte gezeigt werden. Jetzt soll das aber umgebaut werden, und zwar so, dass jetzt nicht mehr Kundennummer bzw. Kunde-ID, Rechnung-Adresse-ID und Adresse-ID auftaucht. Das sind ja eher technische Informationen, sondern es soll jetzt einfach nur die Namensliste mit den entsprechenden Adressdaten der Rechnungsadresse ausgegeben werden. Ja, der Umbau ist relativ simpel. Wiederum Select und dann haben wir jetzt Nachname, Vorname, Straße, Hausnummer und Ort, from, Kunde, Inner Join, Adresse, on, Rechnung, Adresse, ID, gleich Adresse, ID. Und man kann es jetzt das Ergebnis sehen. Tatsächlich, die Nummern sind weg. Und wir sehen hier die Adressen und wir sehen hier die Adressdaten. Was ist der Hintergrund dieser Aufgabenstellung? Was soll die halt üben oder bewusst machen? Sie soll halt deutlich machen, dass man eben nicht nur mit dem kartesischen Produkt bzw. dem Inner Join auf primär Fremdschlüsselwerte zugreifen kann, sondern dass man jetzt eben aus der Kundentabelle heraus durch die Verknüpfung mit dem Inner Join auf Werte in der Tabelle Adresse zugreifen kann. In dem Fall eben Straße, Haus, Nummer und Ort und damit sozusagen weiterarbeiten kann. Und das ist eigentlich der Hintergrund dieser Aufgabenstellung, dass man eben mit dem Inner Join auf Inhalte beider Tabelle zwecks Weiterverarbeitung zugreifen kann. Ich hoffe, dass Ihre Lösung dem entspricht, was ich auch jetzt hier programmiert habe. Falls Sie Fragen oder Kommentare zum Buch oder zu den Aufgaben haben, können Sie mich gerne unter sqlbuch@ralfadams.de erreichen.